Hallo meine Lieben, willkommen zum neuen Video. Ich packe die Behandlungsbox aus. Tut mir leid, dass es wieder so spät kommt, aber der Kleine hat es ja sehr eilig gehabt und deswegen kam ich nicht mehr dazu, die Box auszupacken. Genau, deswegen ein bisschen verspätet. Der Kleine ist gerade beim Papa und falls ihr mal schreien hört, ja, er wird auf jeden Fall versorgt. Genau. Dann fangen wir an. Und zwar haben wir hier einmal ein Leicht- und Crossbrot, das ist Knusper Viva. So sieht das aus. Genau, ich glaube, das kennt jeder, also das kennt sogar ich. Und das hat auch wenig Punkte, also Faith Watchers geeignet. Das weiß ich noch, weil ich die auch schon mal gekauft habe, wo ich Faith Watchers gemacht habe. Und die werde ich auf jeden Fall jetzt auch benutzen, weil langsam möchte ich ja wieder gucken, dass ich wieder in Form komme. Genau. So, dann haben wir, was haben wir nur noch? Was ist das? Jalapenos Rings. So sehen die aus. Ja, das sind also Ringe aus Jalapenos. Die sind scharf, okay? Vom Hengstenberg sind die. Okay, weiß ich nicht, was ich davon halten soll, ob mir sowas schmeckt, weil ich bin nicht der Scharfesser, aber vielleicht mag das ja der Marco. Aber ich werde es wahrscheinlich probieren. Wahrscheinlich, mal schauen wir mal. Dann haben wir nochmal, was ist das? Rot-Pfeffer-Steak-Soße. Ist auch scharf, fruchtig scharf. Muss mal gucken, wie scharf. Sieht auf jeden Fall voll lecker aus irgendwie. Könnt ihr hoffentlich sehen, wie das aussieht. Sieht auf jeden Fall echt fruchtig lecker aus. Also richtig tomatig. Ich habe eine schöne Farbe. Und ich bin auch gespannt. Vielleicht werden wir mal so Steak machen. Kann ich mir das echt gut vorstellen. Schauen wir mal. Dann haben wir nochmal Gurken, glaube ich. Burger. Genau, für die Burger. Das sind so Gurken. Steht auch scharf, würzig drauf. Genau. Das sind so Gurken in kleine Scheiben für Burger. Gut, Burger belegen. Ist ganz gut, weil Burger essen wir auch immer zu gerne. Dann haben wir, glaube ich, die erste. Nee, da ist noch was. Zwei Sachen. Das heißt, gut verpackt. Und zwar was mit Alkohol. Horchata, keine Ahnung, ein Likör auf jeden Fall. 16% Alkohol. Wie ihr wisst, trinke ich sowas nicht so gerne. Das verschenke ich lieber. Ich bin nicht so der Likör und diese Schnaps, das ist mir einfach zu stark. Vor allem, weil ich ja jetzt nichts mehr gewöhnt bin. So, dann haben wir noch ein Getränk, Bio-Tee. Himbeere, Basilikum, das ist auch Bio. Schwarzer Tee. Ja, so sieht der aus. Kann ich mir nichts drunter vorstellen, aber man muss ja alles mal probieren. Schauen wir mal. So, dann gehen wir in die zweite Tasche. Ich hoffe, dass ich nichts verliere. So, die Kinder spielen auch in dem Zimmer voll laut. Dann haben wir Bella Italia von Defro Bio. Was ist das? Ach, eine Würzmischung. Müssen wir mal gucken, was das jetzt ist, genau. Das ist halt so eine Probe. Weiß ich, da muss ich mich informieren. Ah, hier, ideal für Pasta und als Pizzagewürz, für würzige Lasagne und Aufläufe. Tomaten und Mozzarella, Salate und Dips. Okay, gut, weiß ich das auch. Dann haben wir ganz viel, was ist das? Gott, das habe ich auch noch nicht gesehen. Was ist das? Madame Theas. Ein Tee anscheinend. Ein grüner Tee. Wie sieht das aus? Ein schwarzer Tee. Vielleicht auch so oben. Chia-Tee oder wie es auch immer heißt. So, das ist der. Und nochmal. Und, was ist das? Nochmal schwarzer Tee. Ja, genau.
Ich bin nicht so der Teetrinker, muss ich sagen. Deswegen für meine Kinder. So, Lebkuchengewürz von Ostmann. So sieht das aus. Gut, dieses Jahr werde ich nicht backen. Also nicht, wenn ich backe, wahrscheinlich nicht viel, weil ja, mit Baby ist es einfach ein bisschen viel. Aber genau, vielleicht haltet es auch. Ja, das haltet halt bis 2021. Also für nächstes Jahr, auf jeden Fall. So, dann haben wir Gummibärchen. Original Bärengarten, das ist auch vegan. Multivitaminbären sind das. So sehen die aus. Sehen auf jeden Fall sehr lecker aus. Bin gespannt, wie das schmeckt. Dann haben wir Milka. Das ist schon total eingestaubt. Ist schon auch durchgebrochen. Erdnuss Crispy von Milka, die ist neu. Ja, die habe ich, ich weiß nicht, ob man die schon probiert hat. Ich glaube nicht. Aber wie gesagt, haben wir auch schon Kaufmann gesehen. Müssen wir probieren. Ist alles eingestaubt. Dann haben wir zweimal Twix White. Das ist so lecker. Das kenne ich schon. Also, ich finde Twix White echt. Ich liebe das. Einmal und zweimal, also sind ja beide die gleichen und ich finde die echt mega mega lecker. Ich finde die Zucker, glaube ich, besser wie die braunen. Genau. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir die Preise durch und dann sind wir schon fertig. So, Moment. Da haben wir einmal diesen Bio-Tee, also das große Getränk, 0,33 Liter. Also da steht gar kein Preis dran. Deswegen weiß ich es jetzt weiter nicht. Dann dieses Würzmischung, dieses hier, das kostet 40 Cent für 10 Gramm, also schon großer Preis. Dann diese Soßen, also das da, also alle drei, da kostet je 1,99, 250 Milliliter sind drin. Dann haben wir diese Gummibärchen vom Bärengarten, 1,85 für 125 Gramm, Milka 1,09 Euro, 100 Gramm, ich glaube, das ist Standardpreis. Lebkuchengewürz, das ist auch teuer eigentlich, ne? 15 Gramm sind drin für 1,69 Euro. Twix kostet 90 Cent für 46 Gramm. Der Likör kostet 1,99 Euro für 50 Milliliter. Und das Knusper Viva, also leicht und kross, 99 Cent für 125 Gramm. Genau, ich schaue, ob ich alles habe. Ja. Ja, meine Lieben, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Box und danke fürs Einschalten. Bis dann. Tschüss.